Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute machen wir uns wieder was Leckeres und zwar habe ich, wir essen sehr gerne Pizza und selbstgemacht, definitiv. Ab und an natürlich bestellt, wenn es schnell gehen muss, aber zum Großteil wirklich selber gemacht und man merkt den Unterschied, egal ob im Sommer, im Winter, im Herbst, im Frühling, das ganze Jahr über wird bei uns Pizza gegessen. Und heute habe ich was ich mit euch teilen möchte, und zwar den besten Pizzateig überhaupt. Es ist im Prinzip so, dass dort Teil durch Semola, also Hartweizengrieß, ersetzt wird. Das ist das, wo ihr an zum Beispiel für Nudelteig braucht. Und das macht die Pizza einfach nur mal extrem knusprig, extra knusprig. Belagtechnisch heute mit ganz schlicht und einfach. Und wir starten aber auch gleich durch und sage ich, wie ihr euch die zubereitet. Starten dann mal, indem wir uns den Hartweizengrieß in den Mixtopf geben. Und wenn ihr ihn habt, dann setzt euren Miximizer ein. Aber ist kein Muss, gell? Also wer ihn hat, setzt ihn ein. Und jetzt wird das Ganze für eine Minute auf Stufe 10 gemahlen. Sudala. Jetzt ist es einfach sowas von mega, mega fein. So. Den geben wir uns raus. Und da kommen jetzt die restlichen Zutaten dazu. Ich gebe zuerst gern die Hefe jetzt mit rein gleich. Und wichtig ist auch, verwendet bitte ein lauwarmes, also nicht lauwarm, handwarm nenne ich es immer ganz gern. Wirklich nicht zu heiß, aber so ein handwarmes Wasser verwendet man. Das gebe ich jetzt im nächsten Schritt gleich dazu. Dann kommt das restliche Mehl rein. Öl. In dem Fall Olivenöl, Salz und eine Prise Zucker. Das geben wir nur der Hefe quasi zum Futtern. Und jetzt setzt euch den Deckel drauf, geht zu euren Modi, auf den Modus Teig kneten und das Ganze wird jetzt für 3 Minuten geknetet. So, ich habe mir jetzt in der Zwischenzeit diese schöne Edelstahlschüssel von Wundermix. Wie ihr seht, ich zeige euch, das ist wieder die große aus diesem Dreier-Set. Die habe ich mir jetzt mit ein bisschen Fett, mit Öl eingefettet und stürze mir jetzt da einfach meinen Teig rein. Ein wunderschöner Pizzateig und er wird so lecker und so knusprig und einfach, ihr müsst den wirklich ausprobieren. Und schreibt es mal in die Kommentare, immer bitte, wie eure Erfahrungen so sind, auch mit meinen Rezepten, wie es euch gefallen, was ihr euch so wünschen würdet. Es freut mich immer wieder, wenn ich auch von euch direkt eben Anregungen kriege, weil dann kann ich mir natürlich auch ein bisschen danach richten. Und wie gesagt, mir würde es auch sehr freuen, wenn ihr mir eure Lieblingsrezepte, zum Beispiel aus der Rezeptwelt oder so, schickt, die ich einfach mal für die Allgemeinheit nachkochen kann. Mache ich natürlich gerne. Und ja, freue mich da sehr. So, der Teig ist extrem weich, aber nicht klebrig, so geschmeidig und, ich weiß nicht, einfach nur ein wunderschönes Gefühl, den in der Hand zu haben. So, und der kommt jetzt in diese Schüssel und wird für 45 Minuten bis eine Stunde, also lasst es wirklich schön gehen. Er soll auf jeden Fall, das Volumen soll sich verdoppeln, sagt man ganz gerne, also ihr sollt sehen, dass sie da wirklich was dran hat. Und dafür decke ich ihn auch ab. Man sieht durch diesen Deckel da wunderschön rein. Und übrigens findet ihr ja immer alle Produkte, die ich euch empfehlen kann, weil voll oft da die Frage danach kommt, was verwendest du da, was hast du da, Claudia? Alles, was ich euch empfehlen kann und auch verlinken oder zeigen kann, zur Verfügung stellen kann, wo ihr online eben über mich bestellen könnt, findet ihr unten einen Link, diese Amazon Storefront nennt sie das. Und da könnt ihr eben immer
reinschauen, da habe ich Kategorien wie Backe, Backe, Kuchen und so, wo ihr wirklich seht, okay, was die Claudia da so verwendet oder was ich euch empfehlen kann und ans Herz legen kann. So, der geht jetzt an einen zimmerwarmen Ort, bitte nicht zu heiß, dass nicht die Hefe kaputt gemacht wird. Und jetzt wollte ich nur sagen, wenn ihr mal Pizza im Voraus plant, das heißt, ihr wollt wirklich, dass den Teig jetzt ansetzt, aber erst morgen oder übermorgen backt, ist das super, weil der Hefeteig wird besser, wenn er länger geht, aber ihr müsst auf jeden Fall weniger Hefe verwenden. Das heißt, 5 Gramm Hefe kommen dann rein, dann lasst es nach so wie jetzt kurz an einem warmen Ort angehen, das heißt, dass er geht, stützen dann in den Kühlschrank und könnt ihn da dann wirklich eine Zeit, also wirklich einmal 2-3 Tage locker drinnen lassen, dann holt ihr euch raus, tat es nur mal an einem zimmerwarmen Ort und lasst es nur mal circa eine halbe Stunde warm werden und dann könnt ihr ihn einsetzen. Und so machen auch die Pizzabäcker, also da gibt es ja diese ganz lang gereiften Teige und diese vielen Möglichkeiten. Da könnte man eigentlich auch mal was dazu machen, gell? Aber das ist auf jeden Fall was eine coole Sache ist zum Vorbereiten und so habt ihr immer euren Pizzateig parat. Also, ab damit! Ihr Lieben, ihr seht jetzt, wie wunderschön, so, das legen wir da her, der aufgegangen ist. Traumhaft, der kommt jetzt raus. Ihr habt den jetzt, also da jetzt einfach die Backmatte, die ist übrigens auch von Wundermix, die Wundermat, die liebe ich, oder wir lieben sie. Und ich tue mir das jetzt einfach in ungefähr vier gleich große Teile. Ihr könnt natürlich auch ein großes Blech machen, aber ich mache ganz gern kleine Pizzen, weil die Kinder einfach drauf stehen, wenn jeder so seine Pizza hat. Nimm auch den Roll Pro und machen wir jetzt einfach so halbwegs runde Pizzaböden. Und ihr könnt eben, wie gesagt, wenn ihr Semola verwenden wollt zum Ausrollen, ist gut. Und wenn es ein Dreieck wird, wird es ein Dreieck. Macht euch da bitte keine Wissenschaften draus machen. Das habe ich irgendwann aufgehört. Am Ende schmeckt die Pizza. Und oft ist für die Kinder sowieso die Form ganz unwichtig, beziehungsweise ist es cool, wenn es nicht rund ist, sondern eckig. Bei mir war es dann schon mal ein Schiff, die Pizza und so. Und ihr könnt es natürlich auch nochmal zusammenknütteln und so machen. Dann kommt tatsächlich leichter, damit es auch rund wird. Genau. So, das mache ich jetzt einfach mit allen 4 Teiglingen. Legt die auf ein Backblech und dann geht es schon weiter. Und wie gesagt, wollt ihr nicht mit Semola unten da ausrollen jetzt, dann macht ihr das einfach wieder mit dem Mehl. Die Arbeitsfläche bemehlen, das ist voll okay. So. Und wichtig ist jetzt auch, dass ihr den Backofen vorheizt. Und zwar, entweder habt ihr eine Pizzafunktion oder einfach Ober-Unterhitze und 230 Grad habe ich jetzt eingestellt. Wenn ihr heißer habt, dann könnt ihr das gern machen. Ich weiß, man backt Pizza gern heißer. Im Sommer könnt ihr euch die auf dem Griller, auf einem Pizzastein, den im Griller vorheizen. Da ist voll okay. Im Backofen bin ich voll gern so bei 230 Grad unterwegs. Muss das nicht so unbedingt zu heiß backen, aber das macht ihr so, wie ihr euren Ofen kennt und eure Vorlieben. Genau, und das wird jetzt alles ausgerollt. Übrigens würde es mich sehr freuen, wenn ihr mir unten in den Kommentaren euer Geheimnis für eure beste Pizza verratet. Weil ich finde, es hat jeder so seinen Teil. Ist es die Soße? Ist es der Teig? Ist es was beim Belag? Vielleicht habt ihr noch was für mich, das ich noch nicht ausprobiert habe. Und das würde mich sehr freuen, ihr Lieben. Also unbedingt auch mit mir teilen. Und jetzt geht es auch schon ans Belegen. Und da sind wir auch wieder bei so einem Thema. Erster die Soße oder der Käse, erster der Käse oder der Belag. Man weiß es nicht. Bei uns kommt immer zuerst Soße, dann Käse und dann der Belag.
Aber ihr könnt es mir gern schreiben, wie ihr das macht. Einfach unten kommentieren. Ich habe jetzt da einfach in einer Schüssel Tomaten Passata, Tomatenmark, Salz, Pfeffer, Prise Zucker und Oregano. Das vermische ich mal. Ihr könnt das auch für 10 Sekunden Stufe 4 im Thermomix einfach durchmischen. Aber das muss nicht. Das geht auch so ganz einfach. Dann nehmt euch einen Löffel, dass einfach da schön Tomatensauce drauf verteilen. Richtet euch auch den Belag so, wie ihr ihn gerne hättet. Also völlig egal. Nach eurem Geschmack könnt ihr da alles drauf geben, was euer Herz begehrt. Von Kapern, Sardellen, Mais, Zwiebel. Ich mache es heute recht schlicht, wie gesagt. Einmal Mozzarella, also einmal wirklich Margarita. Und einmal mit Salami. Genau. Und die kleinen Pizzen, wie auch immer, auf jeden Fall diese Mini-Pizzen oder euer ganzes Blech, circa 15 bis 20 Minuten. Lasst es bitte beobachten, es kommt darauf an, wie dünn, wie dick ihr den Teig ausrollt, ob ihr ganzes Blech oder kleine Stücke macht und wie heiß ihr backt. Also ich mache 230 Grad, ihr seht, 4 kleine Stücke, 15, 17 Minuten werden es wahrscheinlich dauern, es darf das alles schön goldgelb werden, der Käse, der Belag und die Pizza so richtig knusprig werden. Also in die unteren Schiene, ab damit für circa 15 bis 20 Minuten. So, in diesem Zug zeige ich jetzt auch gleich ein neues Küchenzubehör, gar nicht Thermomix, sondern für die Küche von Wundermix, und zwar das Wiegemesser Rockerblade. Eine kleine Beschreibung, einfach auf was ihr achten solltet, und das ist definitiv die Schärfe dieses Messers. Aber Kräuterhacken geht genauso. Ich wollte euch das jetzt nicht in mein extra Video, ich habe mir gedacht, ich baue das einfach ein. Und dann könnt ihr einfach hergehen und wirklich immer schön drücken. Und ihr seht, die Salami, das schneidet es richtig schön durch. Ich habe nämlich teilweise wirklich auch mit dem Pizzaroller ein bisschen das Problem, dass ich, wenn ich durchroll, während ich durchroll, reißt es mir die Salami runter von der Pizza. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das passiert euch damit nicht. Und wirklich zack. Aufpassen, keine kleinen Kinder, keine Finger, nichts in der Nähe, weil es ist mega, mega scharf. Aber ich zeige es euch nur mal. Und ihr hört ja gleich, wie knusprig der Teig ist. Passt auf. Also, unser neuer absolute Lieblingspizza. Und wie gesagt, für jede Jahreszeit, egal ob Herbst, ob Winter, Frühling, im Sommer auf dem Griller, Steinofen, Platte, Pizzaplatte, Pizzastein. Probiert es aus. Schreibt es mir unten rein, wie ihr das Rezept findet, wie euch das gefällt und schmeckt mit dem Semola. Probiert es wirklich. Ihr kriegt das easy. Also es ist zwar nicht in den kleineren Supermärkten, aber in größeren ausgesuchten Supermärkten kriegt es auf jeden Fall Semola. Und ansonsten bestürzt es euch online. Und ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß. Wir lassen uns das jetzt schmecken mit einem Salat. Das ist unser Mittagessen. Und ich freue mich, von euch zu lesen. Wir sehen uns auf jeden Fall ganz bald wieder. Mahlzeit. Tschüss. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I